Guten Abend, Brandenburg, und ganz herzlich willkommen für die Kurzmeldungen mit mir im Studio, Ingo Bürtig. Guten Abend. Ja, eine ganze Menge was los heute an diesem Donnerstag. Hier sind einige unserer Themen. Rückruf. Millionen VW müssen in die Werkstatt. Neubau. Deichsanierung an der Elbe. Und Umschwung. Neuer Trainer, neue Zeiten bei Energie Cottbus. VW, Skoda, Audi und Seat-Fahrer, bitte aufgefasst. Das Kraftfahrt-Bundesamt zwingt heute VW zum Rückruf. 2,4 Millionen Dieselautos in Deutschland sind betroffen. Es sind alles Fahrzeuge, die mit dieser Schummelsoftware ausgestattet sind. Auch tausende Brandenburger werden also demnächst Post bekommen. Was Sie jetzt wissen müssen, Carsten Krippal mit den wichtigsten Fakten. VW steht im Regen, die Zeiten des Glanzes vorbei. Es ist wieder ein Katastrophentag. Man muss schon klar sagen, eine Rückrufaktion, 2,4 Millionen Fahrzeuge allein von einem einzigen Hersteller in der Bundesrepublik Deutschland ist schon eine einmalige Sache. Das Flensburger Kraftfahrt-Bundesamt überrollt nun den Weltkonzern. Klare Auflagen. VW wird in diesem Bescheid vom Kraftfahrt-Bundesamt auferlegt, die entsprechende Software aus allen Fahrzeugen zu entfernen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass die Einhaltung der Emissionsvorschriften gewährleistet ist. Für tausende Brandenburger heißt das nun ab in die Werkstatt. Betroffen sind VW-Dieselmodelle ab 2009. Also aktuell muss ich als Verbraucher erst einmal nichts tun. In den nächsten Tagen bekomme ich Post vom VW, werde aufgefordert, mein Fahrzeug entsprechend umrüsten zu lassen. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite besteht nicht die Verpflichtung, das umzurüsten. Das muss man schon mal klar sagen. Es besteht immer noch eine gewisse Freiwilligkeit. Aber auf der Freiwilligkeit einer Umrüstung kann es eben auch durchaus sein, dass später das Kraftfahrtbundesamt kommt und sagt, ist dein Fahrzeug nicht umgerüstet, kann es für dich als Halter zu Problemen kommen. Wer sich schon heute schlau machen will, ob sein Auto manipuliert wurde, kann seine Fahrzeugidentifikationsnummer auf der VW-Internetseite eingeben. Auch Modelle von Audi, Skoda, Seat und sogar Nutzfahrzeuge sind betroffen. Im Potsdamer Kfz-Meisterbetrieb von Oliver Horlitz denken sie, da kommt noch viel, viel mehr Dreck ans Licht. Ich bin der Meinung, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Bei anderen Fahrzeugen ist es auch so, dass da eine schwarze Rauchwolke rauskommt, obwohl das Fahrzeug Partikelfilter hat und auch grüne Plakette. Und das ist mir so nicht erklärlich. Ab Anfang kommenden Jahres beginnt die Rückrufaktion. Sie soll sich Monate hinziehen. Die Kosten für die Umrüstung trägt VW. Bei der aktuellen Diskussion, bei der aktuellen Situation der Abgasverhalten der Fahrzeuge gibt es für den Verbraucher überhaupt gar keinen Nachteil. Das heißt, er muss weder mehr Steuern bezahlen, noch muss er befürchten, möglicherweise nicht mehr in die Umweltzone zu kommen. Der Skandal, er lässt sich nicht mehr so einfach wegwischen. Europaweit werden 8,5 Millionen manipulierte Dieselfahrzeuge von VW zurückgerufen. Ja, das ist dann die Neuigkeit, die ich Ihnen an dieser Stelle auch noch verkünden wollte. 8,5 Millionen Fahrzeuge europaweit. Am Nachmittag Entschuldigung, das ist jetzt falsch. Ja, das war mal ein Anpfiff, den Dietmar Woidke da erlebt hat. Das ist schon eine Weile her, 2013, mitten während des Elbe-Hochwassers. Da lagen bei vielen die Nerven blank, unter anderem bei Ronny Schulz. Hören Sie sich das mal an, so klang das damals. Wie kann man in 11 Jahren so einen Deich nicht hinbauen? Und wir reden jetzt hier nicht um die ganze Prignitz ab, wir reden hier von einem Dorf. Wir reden von einer Länge, was macht das sein? Vielleicht 4, 5 Kilometer oder sowas. Ja. Ja, da musste mal ordentlich Dampf abgelassen werden. Damals, 2013, da war Dietmar Woidke noch Innenminister. Heute hat er es sich als Ministerpräsident nicht nehmen lassen, wieder nach Brese zurückzukehren. Brese bei Wittenberge in der Prignitz. Der Deich dort ist tatsächlich fertig geworden. Friedrich Hagt. Viel Wasser ist seit der Flut 2013 die Stepenitz bei Brese heruntergelaufen. Schmal und harmlos sieht sie aus und hat die Welt für die Anwohner damals doch ganz schön durcheinander gebracht. Nach 4 Hochwassern, das letzte war das Schlimmste, ist der Deich jetzt endlich fertig. Dafür haben die Breser lange gekämpft. 2002, als das zum ersten Mal hier kritisch wurde, da hatte in Brese oder auch beim Kreis oder beim Land die Gefährdung hier von Brese überhaupt keiner auf der Fahne. Also keiner hat gedacht, hier ist überhaupt eine Gefährdung vorhanden.
Die Breser sind ein aufmüpfiges Völkchen, lassen sich kein X für ein U vormachen. Das zeigt sich, wie schon 2013, auch heute. Bernd Ilgeroth hat den Festreden lange aufmerksam zugehört und ist stutzig geworden. Jetzt heute wurde der Bauabschnitt 3a übergeben. Ist ja gar nicht der komplette 3a. Da muss ein Teilabschnitt. Richtig? Sie haben insofern recht, es ist noch nicht ganz zu Ende, weil ja praktisch der Anschluss an das, das ist auch ein schönes Stück. Ja, an das Baulos 2 noch fehlt. Bernd Ilgeroth hat tatsächlich recht. Der Bauabschnitt, der hier gefeiert wird, ist noch nicht fertig. 200 Meter fehlen an einem Ende und der Deichbau ist insgesamt erst ganz am Anfang. Zwischen Dorf und Stepenitz sind nur einige hundert Meter Deich entstanden. Mehrere Kilometer fehlen noch. Mit deren Bau soll im kommenden Frühjahr begonnen werden. Hochwassersicher ist Breese also noch nicht. Das, was so ein bisschen weiß aussieht, das ist Kiesmaterial, was da liegen bleibt, auch für den Fall des Hochwassers, dass dann schnell ein Notdeich errichtet werden kann. Aber im nächsten Jahr gehen die Baumaßnahmen weiter. In 2016 beginnen weitere Baulose und dann wird die Ortsumfahrung gebaut und 2018 ist komplett hier alles fertig. Schlimm getroffen wurde Breese durch das Hochwasser 2013. Eine Versicherung gegen die Schäden hatte und hat kaum einer, wegen der Lage im Überflutungsgebiet. Doch das könnte sich in 3 Jahren ändern. Dann sollen endlich alle Deiche an der Stepenitz fertig sein. Ja, jetzt machen wir weiter mit den Kurzmeldungen. Ingo Bötig und einer durchaus überraschenden Personalie. Ja, ziemlich überraschend. Von der FDP zur Linkspartei. Diesen politischen Wandel vollzieht Andreas Büttner, bis voriges Jahr Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag. Das meldet die deutsche Presseagentur. Die Linke wollte das nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Die FDP war bei der letzten Landtagswahl aus dem Parlament rausgeflogen. In Belitz im Kreis Potsdam-Mittelmark hat am Morgen ein Wohnhaus gebrannt. Eine 86 Jahre alte Bewohnerin wird seitdem vermisst. Ein Nachbar hatte das Feuer gegen 6 Uhr bemerkt. Weil der Dachstuhl komplett in Flammen stand, rückten auch die Feuerwehren aus Nachbarorten an. Spezialkräfte suchten nach der vermissten alten Dame, noch ist aber unklar, ob sie überhaupt zu Hause war. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Arbeit aufgenommen. Flüchtlingen in Wohnungen unterzubringen, kostet die Kommunen viel Geld. Das Land will diese Investitionen in Zukunft regulär mittragen. Das versprach Sozialministerin Golze beim Besuch einer Unterkunft in Münchenberg. Mit derzeit 130 Flüchtlingen ist die Gemeinschaftsunterkunft in Münchenberg leicht überbelegt. Doch die Situation entspannt sich. Erst gestern konnten 26 Flüchtlinge von hier in Wohnungen umziehen. Für Sozialministerin Golze, die die Unterkunft heute besuchte, sind Wohnungen am besten geeignet für die Integration. Landrat Schmidt wehrte sich unterdessen gegen Vorwürfe von Willkommensinitiativen, zu wenig für eine dezentrale Unterbringung zu tun. Vor allem empört ihn, wenn sich die Initiativen Berlin als Vorbild nehmen. In Berlin müssen Flüchtlinge 3 Wochen auf der Straße schlafen. Sie werden nicht registriert. In Berlin herrscht Chaos. Die Landesregierung ist in Berlin nicht in der Lage, ein geordnetes Flüchtlingsverfahren zu gestalten, was wir hier tun. Und deshalb ist dieser Hinweis vollkommen fehl. Derzeit sind in Märkisch-Oderland 1600 Asylbewerber untergebracht. Bis Jahresende wird mit 2300 Flüchtlingen gerechnet. Um den Ansturm an Flüchtlingen zu bewältigen, hat das Land Berlin eine 2. Registrierungsstelle eröffnet. Am Morgen sind dort, in der ehemaligen Zentrale der Landesbank, die ersten 100 Flüchtlinge eingetroffen. Hier werden sie registriert und können gleich beim Bundesamt für Migration einen Asylantrag stellen. Dass beide Behörden an einem Ort sind, ist bundesweit einmalig und soll das Asylverfahren beschleunigen. In Perleberg in der Prignitz hat es vergangene Nacht 2 Anschläge gegeben auf die Parteibüros der CDU und der Linken. Unbekannte haben mehrere Scheiben eingeworfen, außerdem beschmierten sie die Häuserwände mit Worten wie Volksfeinde und Volksverräter. Die CDU erklärte bereits, sie lasse sich nicht einschüchtern. Die Polizei sucht mögliche Zeugen. Ein Anlass zum Feiern gibt es allerdings auch heute für die CDU. Ein Jubiläum. 25 Jahre CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag. Zur Stunde findet ein Empfang im Plenarsaal statt. Sogar mit einer Band unter dem Adler, unter den Gästen. Aktuelle und natürlich auch ehemalige Abgeordnete der Fraktion. Hier sehen wir den ehemaligen Fraktionschef Michael Schirak.
Und Landeschef Ingo Senftleben blickte in seiner Rede auf 25 Jahre der CDU-Arbeit im Brandenburger Parlament zurück. Solche Bilder sollen natürlich auch Harmonie transportieren, Geschlossenheit. Das war ja nicht immer so, gerade in der Brandenburger CDU nicht. Und die nächste Belastungsprobe, die deutet sich an, zumindest rumort es in einigen Teilen. Thema Flüchtlingspolitik. Angela Merkel hat da klar die Richtung vorgegeben, aber nicht jedes Mitglied will ihr da folgen. Es gab einen sogenannten Brandbrief, der Merkel zur Kurskorrektur aufforderte. Auch 29 märkische Unionsmitglieder haben ihn unterzeichnet. Das sind erstmal nicht viele. Trotzdem hat das natürlich auch die Brandenburger CDU-Landesspitze registriert. Andreas König. Frostig die Stimmung gestern Abend in Schkeuditz bei Leipzig. Merkel entthronend stand auf einem Plakat bei der Zukunftskonferenz der ostdeutschen CDU-Landesverbände. Im Saal ging es dann auch nur um für und wider zur Flüchtlingspolitik und heftige Kritik am Wir schaffen das der Kanzlerin. Wir sind voll. So, und die Leute haben kein Verständnis mehr, dass jeden Tag noch welche dazukommen. Ich bin der Meinung, Sie haben in dieser Frage versagt. Sie wissen nicht, wer kommt. Sie wissen nicht, wie viele kommen. Sie wissen nicht, wie viele schon hier sind. Und dieser Zustrom muss beendet und gedrosselt werden. Mit auf dem Podium CDU-Landeschef Ingo Senftleben. Bei aller Kritik von ihm gibt es Rückendeckung für die Kanzlerin. Ja, die Brandenburger Union unterstützt die Kanzlerin in ihrer Politik. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Meinungen geben kann, die eine andere Auffassung haben. Das ist doch Demokratie, das ist doch Politik, das ist doch das Schöne an den Dingen, die wir diskutieren können. Brandenburgs Merkel-Kritiker kommen etwa aus Elbe-Elster, wie die Landtagsabgeordnete Anja Heinrich. Und aus Potsdam-Mittelmark, dem Kreisverband von Saskia Ludwig. Auf ihrer Webseite findet sich auch der Brandbrief an die Kanzlerin, weil er die Stimmungslage vor Ort wiedergebe. Den Protest etwa gegen eine ungehinderte Aufnahme von Asylsuchenden. Damit sei alles gesagt, meint Ludwig, und wehrt Interviewanfragen ab. 29 Brandenburger CDU-Mitglieder haben den Brief bisher unterschrieben, darunter Bürgermeister und Kreistagsabgeordnete. Heute im Bundestag dagegen demonstrativer Beifall aus den eigenen Reihen der Merkel, sichtlich gut tut. In ihrer Rede wirbt sie noch einmal eindringlich für ihr Asylpaket, das dann mit großer Mehrheit angenommen wird. Enthaltung sei keine Option, hatte die Kanzlerin zuvor noch gesagt, wohl auch mit Blick auf die abschließende Entscheidung morgen im Bundesrat. Enthaltung ist offenbar doch eine Option, zumindest für die Brandenburger Landesregierung dann morgen im Bundesrat. SPD und Linke sind sich in dieser Frage weiter nicht einig. Zur Stunde wird gerade beraten. Die Linke lehnt das Gesetz ab, vor allem aufgrund der geplanten Erweiterung der Liste mit den sicheren Herkunftsländern. Ministerpräsident Woidke ist es bisher nicht gelungen, seinen Koalitionspartner zu überzeugen. Damit wird es wohl zur Enthaltung kommen. Ja, Integration, das ist ein großes Thema in diesem Asylpaket, das morgen beschlossen werden soll im Bundesrat. Die Flüchtlinge sollen zum Beispiel schneller an Integrationskursen teilnehmen. Wie wichtig Integration ist, das zeigt auch das Beispiel der syrischen Familie Altawil, die in Luckenwalde lebt. Vor genau einem Jahr haben wir sie kennengelernt. Jetzt hat Julia Baumgärtel die Familie wieder besucht und gefragt, wie es ihnen geht, welche Fortschritte sie gemacht haben und welche Probleme es gibt. 2 Jahre schon ist Yahya Altawil in Deutschland nach einer langen Flucht aus Syrien. Über die Türkei, Libyen, Lampedusa, Paris und München, schließlich nach Luckenwalde. Inzwischen konnte er seine Frau Amina und die 4 Söhne nachholen. Sie sind als Flüchtlinge anerkannt. Ein Jahr lang hat Yahya schon einen Integrationskurs absolviert, aber das Deutsche fällt ihm trotzdem schwer. Ich heiße Yahya Altawil, ich komme aus Syrien. Ich habe Frau und 4 Kinder. Wie ist in Deutsch? Wir machen auf Arabisch weiter. Gott sei Dank geht vieles voran für meine Familie. Die Kleinen sind in der Schule und lernen, meine Frau auch. Und das Jobcenter versucht, Arbeit für mich als Fliesenleger zu finden. Ich finde sehr gut, was in diesem Jahr passiert ist. Ich bin zufrieden. Meine Familie ist in Sicherheit. Aber ich habe immer Heimweh nach Syrien und denke oft an zu Hause. Ich möchte gern zurück. Amina Altawil besucht noch den Deutschkurs. Aber auch ihr fällt es nicht leicht, sich das Gelernte zu merken. Ihre Söhne Bakr und Mohammed sind da schon ein Stückchen weiter. Sie sind ja auch den ganzen Tag mit deutschen Kindern zusammen, in der Schule und im Hort. Lesen und spielen und lernen, schreiben. Ich habe Freunde und mein Freund ist Name Dustin. Und wir gehen in der Schule Fußball spielen und so.
und spreche in Deutsch, ich und meine Freunde. Die beiden älteren Söhne Sami und Alaa lernen in einem speziellen Kurs in Berlin Deutsch. Für sie ist der Weg ins Arbeitsleben auch mühsam, aber weniger als für die Eltern. Wir möchten jetzt Deutsch lernen und danach Deutschkurs. Wir möchten weiter Bildung. Zum Beispiel, ich möchte Sport studieren auf Lehreramt. Ich war Student in Syrien und ich möchte hier weitermachen. Ich gehe ins Jobcenter oder einkaufen oder begleite die Kinder in die Schule. Das ist mein Alltag, aber das ist langweilig. Ich möchte arbeiten, denn wenn ich Arbeit hätte, würde ich wahrscheinlich besser Deutsch lernen. Ein großes Stück Arbeit liegt noch vor der Familie Altawil, bevor sie sagen kann, das mit der Integration hat jetzt geklappt. Aber zumindest lassen sie sich davon nicht abschrecken. Patient BER, wie geht's dem eigentlich gerade? Wir wollen mal reinhorchen. Wie sind die Vitalwerte? Läuft die Reha nach Plan oder gibt's neue schlechte Nachrichten? Boris Hermel konnte heute für uns bei einer Visite auf der Dauerbaustelle dabei sein. Flughafenchef Carsten Mühlenfeld hatte die Presse zur Besichtigung eingeladen. Ankunft am BER, ein halbes Jahr, nachdem die Flughafengesellschaft uns hier zum letzten Mal drehen ließ. Etagen sind abgeplant. In der Terminalhalle stehen hohe Gerüste. Unten Ventilatoren für die neuen Entrauchungsschornsteine, die in diesen Decken eingebaut werden sollen, damit der Rauch wirklich übers Dach abgesaugt wird. Gebaut werden dürfen sie aber erst, wenn das Bauamt diese 84 Ordner voller nachträglicher Anträge hoffentlich bis Jahresende genehmigt hat. Dass der BER noch lange nicht fertig ist, erkennt man sofort. Und trotzdem will Technikchef Jörg Marx Fortschritte verkünden. Zum Beispiel in diesen Decken im nördlichen Teil des Hauptpiers. Sie sind tatsächlich fertig saniert. Sogar die orangenen Kabel für die lang geplante neue Steuerung der Brandschutzanlage sind verlegt. Kabeltrassensanierung im Mainpier Nord ist komplett abgeschlossen. Es kann sein, dass es vielleicht nochmal irgendwo ein Kabel gibt, was nochmal nachgezogen wird. Aber in Summe sind wir hier komplett durch. Ich hatte ja gesagt, wenn wir alles fertig haben, haben wir rund 5500 Kilometer verlegt. Davon entfallen ungefähr 25-30% auf das Mainpier Nord. Für Marx ist das Mainpier Nord der Vorzeigebereich. Hier sind die Sanierungen am weitesten. Doch trotzdem hängt der Flughafen auch hier aktuell anderthalb Monate hinterm Zeitplan. Ein Zusatzproblem: Wegen der neuen Kabelzüge müssen 600 Brandschutzwände im gesamten BER verstärkt oder ganz neu gebaut werden. Hier in dem Bereich ist eine solche Wand, die per se erstmal richtig und fertig aussieht. Sie ist es aber nicht, weil wir oben so viele Durchdringungen haben, dass im Prinzip die Wand nicht mehr oben an die Decke stößt, sodass man hier jetzt also brandschutztechnisch komplett anders vorgehen muss, um diesen Bereich letztendlich dann auch brandschutztechnisch abzusichern, damit, wenn es da oben brennt, salopp gesagt, die Flammen nicht auf den anderen Bereich rübergehen. Für alle Wände gäbe es inzwischen fertige Pläne, rund 50 seien schon saniert. Auch das Problem der zu schweren Ventilatoren in der Terminaldecke könne durch stärkere Aufhängungen schnell gelöst werden. Trotzdem, laut Flughafenchef Carsten Mühlenfeld sind die Bauarbeiten am BER insgesamt 3 bis 4 Monate in Verzug. Wegen der Imtech-Pleite, aber vor allem wegen der längeren Prüfung der neuen Pläne. Der Zeitpuffer ist merklich geschrumpft. Wenn wir ein halbes Jahr als Zeitfenster angegeben haben und jetzt 3 bis 4 Monate Verspätung haben, kann man es ja umrechnen. 2 Monate Puffer bleiben den Bauarbeitern, es wird mehr als knapp. Und trotzdem hält der Flughafenchef noch immer an der Eröffnung Ende 2017 fest. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir machen noch einmal weiter mit Kurzmeldungen und Ingo. Flüchtlinge willkommen mit einer langen Nacht der Begegnungen, will das Hans-Otto-Theater Potsdam heute Abend ein Zeichen setzen. Hier im Potsdamer Theater sollen sich Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer, Schauspieler und Mitarbeiter des Theaters kennenlernen. Eingeladen dazu hatte Intendant Tobias Wellemeyer. Übersetzer sind da und helfen bei der Verständigung. Gedacht wird zum Beispiel an Patenschaften, die Schauspieler übernehmen könnten. Ein Schauspielclub für Flüchtlinge ist bereits in Planung. Noch bis tief in die Nacht gibt es Lesungen und ein musikalisches Bühnenprogramm. Die Bundespolizei hat 2 verdächtige Schleuser festgenommen. 2 junge Männer aus Tadschikistan. Sie waren bei einer Kontrolle bei Briesen aufgefallen im Kreis Oder-Spree. In ihrem Auto waren 5 weitere Personen, die eine polnische Asylbescheinigung hatten. Offensichtlich sollten sie nach Eisenhüttenstadt gebracht werden.
Spektakuläre Effekte, aufwendig am Computer erschaffen, präsentiert die 7. Animago-Konferenz in der Metropolis-Halle in Potsdam-Babelsberg. 800 Künstler für visuelle Effekte aus aller Welt tauschen sich hier aus und präsentieren ihre neuen Arbeiten. Mit dabei auch die Macher der Drachen aus der US-Serie Game of Thrones. Man kann sich so ein bisschen beweisen gegen die anderen Firmen. Ich glaube, da zeigen, dass man noch da ist, ist, glaube ich, ganz wichtig, was man für tolle Projekte vielleicht gerade gemacht hat oder noch machen wird. Es ist eine gute Repräsentation der Firma, würde ich sagen. Und ich meine, wenn nicht hier, wo dann? Auch die Babelsberger Animationswerkstätten zeigen ihre Werke. Digitrick zum Beispiel. Sie haben unter anderem die Moffels für den Sandmann erschaffen. Am Abend werden die besten visuellen Effekte mit dem Animago-Preis ausgezeichnet. Um ihn zu bekämpfen, wurden schon tausende Arbeitsstunden investiert. Trotzdem breitet sich der Eichenprozessionsspinner weiter aus. Jetzt wurde zum ersten Mal starker Befall auch im Landkreis Elbe-Elster gemeldet. Für den Kampf gegen den Nachtfalter hat das Umweltministerium in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro aufgewendet. Etwa 3.100 Hektar Wald wurden aus der Luft mit einem Insektizid besprüht. 24.000 Einzelbäume wurden vom Boden aus behandelt. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners können mit ihren Brennhaaren schwere Allergien auslösen. Sie reichen von juckendem Hautausschlag bis hin zu Asthma. Durch ihren Kahlfraß schädigen die Raupen außerdem die Bäume, bis diese nach mehrmaligem Befall schließlich absterben. Zum Baum des Jahres 2016 wurde heute in Berlin die Winterlinde gekürt. Größere Vorkommen der Tilia cordata, wie sie lateinisch heißt, gibt es hierzulande in der Uckermark. Im Vergleich zur Sommerlinde hat sie kleinere Blätter und blüht circa 2 Wochen später, dafür üppiger. Bäume des Jahres gibt es seit 1989. Ziel der Aktion ist es, das Wissen über einheimische Bäume zu vertiefen. Es ist ja gerade die Zeit der spektakulären Trainerwechsel. Jürgen Klopp ist in Liverpool. Stefan Effenberg trainiert Paderborn. Und Cottbus hat sich auch eine echte Ikone an die Seitenlinie geholt. Vasile Miriuza, der Mann steht, genauso wie Ede Geier, für die ganz erfolgreichen Zeiten der Lausitzer in der Bundesliga. Publikumsliebling ist da zurückgekommen. 2 Unentschieden hat er bisher eingefahren. Doch das ist zu wenig. Die Cottbusser stehen weiter unten drin. Und am Sonnabend geht's ausgerechnet zum Spitzenreiter nach Dresden. Thorsten Michels berichtet. Nummer 11, Michel, ja? Genau. Sehr gut. Bitte schön. Bei den Fans und im Team hat er die Hoffnung zurückgebracht. Vasile Miriuza soll Cottbus aus der Abstiegszone führen. Dafür appelliert der Rumäne an alte Energietugenden. Kampf und vor allem viel Disziplin im gesamten Tagesablauf. Es ist besser, wenn um 8 Uhr treffen wir Frühstück, kommunizieren noch ein bisschen, ja, kennen einen mit dem anderen, ja, Training machen, Regeneration. Das ist wichtiger für einen Fußballer, wenn ohne das, du kannst nicht Top-Leistung mehr. Miriuza und seine Mannschaft haben keine Wahl. Sie müssen viel investieren, um rauszukommen aus dem Tabellenkeller. Das ist auch den vielen Kibitzen aufgefallen. Seit Miriuza da ist, weht ein anderer Wind über den Trainingsplatz. Wenn er mit irgendwas nicht zufrieden ist, natürlich die Pfeife, dann ruft er sie zusammen und sagt noch mal ganz genau, wer was und wo zu machen hat. Und das ist das, was beim Vorgänger gar nicht war. Für mich ist entscheidend, dass in der Mannschaft wieder Kampf und Gewinnphilosophie reinkommt. Das war ja vollkommen weg. Spieler, die unaufmerksam waren, hat er ranzitiert. Die mussten wiedergeben, was er vorher gesagt hatte, was er gefordert hat. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das gab es zuletzt unter Eduard Geier. Pfeife und Notizbuch gehören seit 3 Wochen zum Trainingsalltag. Das hat Miriuza tatsächlich von Eduard Geier gelernt, als er selbst noch für Cottbus in der Bundesliga spielte. Sein Ex-Coach jedenfalls vertraut Miriuzas Talenten. Er ist ein sehr ehrgeiziger Typ und ich hoffe natürlich, dass er dieses Engagement und dass sein Ehrgeiz eben auch auf die Mannschaft übertragen kann. Siegermentalität ist gefragt wie einst. Am Sonnabend muss Cottbus in Dresden ran beim Tabellenführer. Wir müssen mit bloß nach vorne gehen, und wir zeigen, wie sieht Energie Cottbus. Wir müssen nicht vergessen, diese Mannschaft hat 7 Jahre in Bundesliga gespielt, wir, Energie Cottbus. Wir haben nichts zu verlieren, wir sind nicht schlecht als Dresden. Seit 10 Spielen sind sie ohne Sieg. Es wird mal wieder Zeit für Miriuza und sein Team.
Ja, ob es diesmal klappt mit dem Sieg, bei uns können Sie live dabei sein. Wir übertragen das Ostderby hier im rbb-Fernsehen. Sonnabend, 14 Uhr, Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus. Ja, zum Wetter. Draußen ist es grau und trist geworden. Ein bisschen bunt wäre jetzt schon nicht schlecht. Kein Problem für Attila Weidemann. Den Wunsch, den erfüllt er uns gerne. Hier sind die Aussichten. Die Tage werden immer kürzer und viele Pflanzen verabschieden sich jetzt im Herbst in satten Farben. Aber manche geben sogar noch mal richtig Gas, so zum Beispiel die Chrysanthemen. Hier im japanischen Bonsai-Garten von Ferch findet das Chrysanthemen-Festival statt und trotz des Dauerregens scheint hier die Sonne. Je kürzer die Tage, umso üppiger blühen sie. In Japan ist die Chrysantheme die Königin der Herbstblumen. Seit dem Frühjahr wird sie intensiv gepflegt, denn sie soll ihre Betrachter begeistern. Dass es einen Ahorn als Bonsai-Baum gibt, das wissen wir ja. Aber es gibt auch die Chrysantheme als Bonsai-Bäumchen. Allerdings, Herr Gragert, die Pflanze ist ja eigentlich nur einjährig. Wie kriegen Sie das hin, dass die trotzdem so einen Bonsai-Look hat? Ja, das ist richtig. Es ist also nur ein ganz kurzes Vergnügen. Die Triebe, die im Frühjahr aus der Wurzel austreiben, die werden kräftig gedüngt, wachsen gelassen, geformt, in die Form gebracht, zu einem Baum geformt sozusagen. Und also das ist ja ein Kunstwerk. Hier drüben haben Sie auch nochmal eine besondere Form. Wie haben Sie das auf diesen Stab gekriegt? Ja, da die Chrysantheme nur in dieser kurzen Zeit ein ganz dünnes Stämmchen bilden kann, ist das hier die beliebteste Stilform in Japan, die sogenannte Treibholzstilform. Also man verwendet so ein altes Stück Holz oder Wurzel und pflanzt dahinter die Chrysantheme und macht das daraus zusammen einen Bonsai. Ja, also ein wirkliches Kunstwerk. Da kann auch das Wetter noch so bleiben oder die müssen ins Trockene wieder gleich, wenn es regnet? Richtig, desto länger halten die Blüten und das so lange, bis die ersten heftigen Fröste kommen. Naja, die kommen zum Glück nicht, aber Regen gibt es noch reichlich hier. Die Aussicht erstmal heute Nacht. Es bleibt dabei Nieselregen im ganzen Land. Die niedrigsten Temperaturen bekommen wir im Fläming bei 5 Grad, maximal 7 Grad werden es im Spreewald. Auch morgen regnet es, nur im Elbe-Elsterland bleibt es trocken, aber stark bewölkt. In Perleberg liegen die Höchstwerte bei 11 Grad, Richtung Mittelmark nur 8 Grad. Manche Pflanzen wachsen nur auf Moos und Steinen. Auf das richtige Gießen kommt es an. Wenn Sie diese Pflanze rausstellen in den brandenburgischen Regen, was würde da passieren? Dann würden natürlich die Blüten sehr stark leiden und viel schneller verblüht sein. Das wollen wir nicht, denn wir wollen das Fest noch genießen. Bis Sonntag kann man das hier bestaunen und wir gucken mal, wie das Wetter wird, hier die 3-Tage-Aussicht. Wetterbesserung ist nicht in Sicht. Regen oder dichte Bewölkung begleitet uns das gesamte Wochenende. Die Temperaturen pendeln sich bei maximal 11 bis 12 Grad ein, nachts um die 6 Grad. Irgendwie fühle ich mich heute wie im Regenwald, aber wie in einem sehr gepflegten Regenwald. Und das ist hier die Starpflanze unter den Chrysanthemen. Ein Chrysanthemenherz. Auf Japanisch nennt man das Kawaii, was so viel heißt wie niedlich. Wieder was gelernt. Vielen Dank, Attila. Jetzt heißt es nochmal Mäuse in Sicherheit bringen. Denn da hält schon eine Ausschau. Dieser Mäusebussard wartet nur auf die richtige Gelegenheit. Vielen Dank, Detlef Lüben, für dieses Foto. Ja, das war's schon wieder von uns. Jetzt noch ein wichtiger Hinweis für alle Krimi-Freunde. Gleich, aber erst einmal die Tagesschau und dann Polizeiruf 110. Falscher Vater, da geht es heute um ein Verbrechen ganz in der Nähe von Potsdam. Und die nächsten Nachrichten dann um 21.45 Uhr in RBB aktuell. Andrea van Name erwartet Sie. Thema unter anderem heiß begehrte Hühner aus Brandenburg. Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Na komm her, du Hühnchen. In Leipzig treffen sich 400 VW-Manager, um die Folgen des Abgasskandals zu beraten. Zwangsrückruf. Der VW-Konzern lässt sich kaum etwas über die Konsequenzen entlocken. Kommunikationspanne. Freiberger OB wurde über Flüchtlingsunterbringung nicht informiert. Und Weinlese. Auch links der Elbe hoffen die Winzer auf einen guten Jahrgang. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Andreas Rook.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Sachsenspiegel. Wir beginnen in Leipzig, wo sich heute die gesamte VW-Spitze traf. Das sind rund 400 Top-Manager, die aus aller Welt angereist waren zum jährlichen Führungskräftetreffen. Ein lange geplanter Termin, wie es hieß, aber in diesem Jahr ganz bestimmt kein Routinetermin. Das bekamen auch die Journalisten zu spüren. Keine Interviews, keine Erklärungen, keine Pressetermine. Doch angesichts des Abgasskandals kann man sich vorstellen, was da auf der Tagesordnung stand und steht. Denn die Tagung soll noch im Gange sein. Interessanterweise bei der VW-Tochter Porsche, also dort, wo die Luft noch rein ist. Und dort steht jetzt auch mein Kollege Roland Kühnke. Roland, ist inzwischen irgendetwas nach außen gedrungen? Nein, kein einziger Mucks ist hier nach außen gedrungen und das hat wahrscheinlich auch gute Gründe. Zum einen müssen sich die Topmanager ja erstmal selbst wiederfinden in dieser Krise, in dieser elementaren Krise. Und sie müssen auch eingeschworen werden auf einen gemeinsamen Weg von der Führungsspitze, wie man in dieser Krise, wie man sich verhält, wie man umgeht mit all diesen Problemen und sie möglicherweise auch löst. Auf der anderen Seite könnte auch sein, dass hier so ein bisschen die Befürchtung besteht, es stehen eine Menge Prozesse an, wahrscheinlich in den USA, möglicherweise auch in Deutschland. Und da könnte natürlich jedes hier unbedacht geäußerte Wort möglicherweise gegen den Konzern verwendet werden. Und da hält man es einfach mal mit der Sicherheit. Man sagt sich einfach lukendicht und alles, was in die Öffentlichkeit geht, das ist gut durchdacht und mehrfach durch die Juristen geprüft. Heute früh ordnete das Kraftfahrtbundesamt den Rückruf von etwa 2,4 Millionen VW-Fahrzeugen in Deutschland an. Gab es darauf eine Reaktion aus dem Konzern oder aus der Konzernzentrale? Ja, der neue VW-Chef Matthias Müller hat an den Verkehrsminister Dobrindt geschrieben und in dem Schreiben heißt es unter anderem, mit dem Bescheid des Bundesamtes sei eine Möglichkeit eröffnet, für die Europäische Union ein gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen in allen Mitgliedstaaten zu erreichen. Läuft also auf eine europaweite Rückrufaktion aus und da wären dann rund 8,5 Millionen Fahrzeuge von betroffen. Experten sehen darin allerdings so ein bisschen eine Flucht nach vorn. Ein bisschen hatte VW ja gehofft auf eine freiwillige Reparatur, hatte das auch vorgeschlagen. Und möglicherweise in der Hoffnung, dass sich der eine oder andere Autofahrer sagt, mein Gott, meine Kiste läuft ganz ordentlich und eh die da dran rumschrauben und sie am Ende ein bisschen langsamer ist und ein bisschen mehr verbraucht, da lasse ich das lieber sein. Damit hätte VW natürlich eine Menge gespart. Roland Kühnke hat für uns in den Abgasen von VW gestanden und über das Treffen der Top-Manager in Leipzig berichtet. Roland, vielen Dank. Und für das nächste Top-Thema müssen wir zunächst nach Berlin schauen. Dort hat der Bundestag heute mit großer Mehrheit die Verschärfung des Asylrechts beschlossen. Das Gesetzespaket der schwarz-roten Regierung umfasst Leistungskürzungen und Maßnahmen zur Beschleunigung von Asylverfahren. Albanien, Kosovo und Montenegro sollen als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Asylbewerber erhalten mehr Sachleistungen statt Geldzahlungen. Und der Aufenthalt in Erstaufnahmeeinrichtungen kann von 3 auf 6 Monate verlängert werden, um die Asylverfahren dort abschließen zu können. Vor der Abstimmung hat die Bundeskanzlerin in einer Regierungserklärung noch einmal ihre Haltung in der Asylpolitik deutlich gemacht. Abschottung im 21. Jahrhundert des Internets ist auch eine Illusion. Sie wäre keine vernünftige Alternative, weder für Deutschland noch für die Europäische Union als Ganzes. Also nur gemeinsames Handeln aller Ebenen, das ist der Weg, der den Anforderungen unserer globalisierten und digitalisierten Zeit gerecht wird und mit dem wir es schaffen werden, diese historische Bewährungsprobe zu meistern. Ja, problematisch wird es immer dann, wenn die historische Bewährungsprobe in konkrete Politik umgesetzt werden muss. Sachsen bringt Flüchtlinge zwar nicht mehr in unbeheizten Zelten unter, doch werden immer neue Kapazitäten gebraucht. Platz schaffen für neue Unterkünfte. Bis Dezember sollen hier auf dem Gelände der Leipziger Olbricht-Kaserne Leichtbauhallen mit rund 900 Schlafplätzen entstehen. Denn durch die hohen Flüchtlingszahlen sei Sachsen gefordert, neue Erstaufnahmekapazitäten zu schaffen, so der Innenminister bei einer Pressekonferenz in Dresden. Die Leipziger Kaserne werde daher Platz für mindestens 2000 Flüchtlinge bieten müssen. Aus der Sicht dessen, der jetzt Bedarfe zu organisieren hat, ist eine Zielgröße eine vierstellige mit einer 2 vorn in der Olbricht-Kaserne. Also dass wir da in der Größenordnung doch noch mal mindestens verdoppeln. Auch hier in Freiberg werde die Erstaufnahmekapazität erhöht.
Doch der Oberbürgermeister erfuhr davon erst aus der Zeitung. Im Internet ließ er aus dem Urlaub dazu wissen: Freiberg ist bei der Unterbringung bereits mehr als deutlich überdurchschnittlich in Anspruch genommen und hat viel für die Integration getan. Doch die Belastungsgrenze für unsere Stadt ist überschritten. Zustimmung dazu von seinem Stellvertreter im Freiberger Rathaus. Freiberg ist hier schon überdurchschnittlich belastet und ist an und für sich an der Kapazitätsgrenze, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Nachdem Oberbürgermeister Krüger wieder im Amt ist, werden wir uns in geeigneter Art und Weise bei der Staatsregierung darüber beschweren. Innenminister Ulbich räumte heute eine schwere Kommunikationspanne der Behörden gegenüber der Stadt Freiberg ein. Wie die Stadt jedoch darauf reagiere, hält er für kritikwürdig. Aber dann in einer solchen Art und Weise damit umzugehen, das passt in die Kategorie, das will ich auch mal sehr klar und deutlich sagen, dass das nicht dazu beiträgt, auch den Eindruck zu erwecken, dass wir gemeinsam dabei sind, die Herausforderungen, vor denen wir insgesamt stehen, zu bewältigen. Vor allem syrische Flüchtlinge bedankten sich heute in Dresden für die oft anzutreffende Gastfreundschaft. Sie wüssten um die heftigen Diskussionen über ihr Hiersein, so ihr Sprecher Mohamed Qasim. This president forgive my thanks and my respect for all people from Er möchte seinen Dank und seine Achtung gegenüber den Deutschen zum Ausdruck bringen, so sagt er. Er selbst möchte hier friedlich leben, hart arbeiten, studieren, um sich seine Zukunft aufzubauen. Viele Dresdner reagierten auf diese Geste freundlich und mit Dank. Und für einige hängt auch das politische Schicksal der Kanzlerin an der Flüchtlingsfrage. Mit dem Mantra, wir schaffen das, ist es wohl nicht mehr getan. Die Zahl derer, die die Flüchtlingspolitik skeptisch verfolgen, sie wächst. Auch in den Reihen der CDU. Gestern fand in Schkeuditz bei Leipzig eine CDU-Zukunftskonferenz statt, mit der Flüchtlingskrise als allem beherrschenden Thema. Flüchtlingschaos stoppen, deutsche Kultur und deutsche Werte erhalten, Merkel entthronen, steht auf einem Plakat eines CDU-Delegierten. Doch diese Forderung kommt nicht etwa von einer Pegida-Demonstration, sondern aus Angela Merkels eigener Partei. Eine halbe Stunde sprach die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende vor den Delegierten in Schkeuditz und widmete sich in ihrer Rede ausschließlich der Flüchtlingskrise. Das ist sicherlich die schwierigste, die ich jedenfalls in meinem Kanzlerleben jetzt erlebt habe. Und wir hatten ja nur Krise an Krise, sag ich mal. Finanzkrise und die Eurokrise, und ist ja nicht so, dass wir jetzt gar nichts hatten in letzter Zeit. Aber das ist die schwierigste, weil hier geht es um Menschen. Schwierig ist die Aufgabe für die Kanzlerin wohl auch deshalb, weil die Kritik an ihrem Kurs in der Flüchtlingsfrage immer lauter wird. So sorgte erst gestern ein offener Brief aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für Wirbel, unterschrieben vom Landrat und allen Bürgermeistern. Sie beklagen auf Schärfste den Kurs der Kanzlerin. Ich bekomme ja viele Briefe von Landräten, von Bürgermeistern. Ich spreche mit vielen, von Bürgerinnen und Bürgern, von vielen, die sich Sorgen machen, die Ängste haben und die sagen, schaffen wir das? Und ich habe gesagt, ja, wir schaffen das. Ich habe aber nicht gesagt, wir schaffen das ganz alleine. Es scheint, als sei die CDU gespalten in der Flüchtlingsfrage. Einige warnten gar vor einer nationalen Katastrophe, sollte der Zuzug nicht gestoppt werden. Wir sind voll. So, und die Leute haben kein Verständnis mehr, dass jeden Tag noch welche dazukommen. Sie haben letztens gesagt, dass das Grundrecht auf Asyl keine Obergrenze hat. Das ist natürlich richtig. Die Stadt Leipzig hat aber Grenzen. Wir sind jetzt schon überfordert. Es sind noch 3000 Menschen unterzubringen bis zum Ende des Jahres. Wir wissen nicht wie. Merkel betonte, dass all diejenigen Deutschland wieder schnell verlassen müssten, die keine Bleibeperspektive haben. Doch sie blieb bei ihrer grundsätzlichen Haltung. So seien beispielsweise Grenzschließungen kaum möglich. Sie unterstrich das Recht auf Asyl wegen politischer Verfolgung und wegen Bürgerkriegen. Und sie bekräftigte, dass Deutschland gegenüber den anderen EU-Mitgliedstaaten eine Vorbildfunktion habe. Wenn wir unsere Haltung, unsere Meinung, unsere Rechte, unser Verständnis von der Würde des Menschen auf der Welt durchsetzen wollen, gegenüber so vielen Ländern, die ganz andere Vorstellungen haben, dann ist es gut, mit 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union für diese Werte eintreten zu können und zu kämpfen. Am Ende erntete die Kanzlerin doch noch einmal Applaus, trotz der deutlichen Kritik der CDU-Basis an Merkels Kurs. Auf einem Campingplatz am Geierswalder See kam es am frühen Morgen zu einer heftigen Explosion.
Ein Wohnwagen war in die Luft geflogen und komplett abgebrannt. Die sofort alarmierte Feuerwehr habe kaum noch etwas löschen können. So heftig war die Zerstörung. Personen seien aber nicht zu Schaden gekommen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchen den Fall. Bislang sei unklar, was zu dieser Explosion geführt haben könnte. Und nach all diesen problematischen und explosiven Themen gönnen wir uns jetzt eine Auszeit in den Hängen der Genüsse, also in den Weinbergen im Elbtal. Vor allem rechts des Flusses stehen die Rebstöcke ja dicht an dicht. Der Grund liegt auf der Hand, das ist die warme, die Südseite. Aber einige wenige Winzer sind auch links der Elbe zugange, dort, wo ihre Trauben etwas mehr Zeit brauchen, damit die letzte Süße in den Wein kommt. Der Herbst ist angekommen, auch am Ratsweinberg über Meißen. Doch in diesen Trauben lebt noch der ganze Sommer. Der Winzer Tim Strasser und seine Mitarbeiter sind mit dem Weinjahr sehr zufrieden. Hier auf unseren kräftigen Lös-Lehm-Böden war der Sommer eigentlich super, weil die Reben waren gut versorgt und konnten trotzdem noch Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen. Und ich denke mal, das wird schon eine gute sehr gute Qualität werden dieses Jahr. Auf 12 Hektar wird hier per Hand gelesen. Die aktuellen Minusgrade in der Nacht können dem Grauburgunder offenbar nichts anhaben. Der Frost macht den Trauben jetzt in erster Linie erstmal nichts aus. Das Einzige ist, dass die Blätter jetzt abgeworfen werden und dass dann auch keine Photosynthese mehr stattfindet. Und dass natürlich auch der Zitronensäurezyklus und die ganzen chemischen Reaktionen der Traube eigentlich stillstehen. Das ist wie wenn man die Traube jetzt in die Kühltruhe geben würde. Die Früchte der Arbeit landen in großen Edelstahltanks des Roten Gutes. Anne-Kathrin Rades schmeckt sich beruflich durch den noch trüben jungen Wein, der hier an der linken Elbseite auf Lös-Lehmböden gereift ist. Demnach sind die linkselbischen Weine immer ein kleines bisschen säurebetonter als die rechtselbigen Weine. Etwas intensiver, etwas säurehaltiger. Aber das ist ja, sage ich mal, eigentlich auch das, was wir wollen. Frische, spritzige, knackige Weine. Dass auf der linken Elbseite überhaupt Wein angebaut wird, hat eine sehr lange Tradition. Eigentlich stammt der Weinbau sogar von der linkselbischen Seite hier in Meißen. Meißen war ja mal eine Grenzfestung gewesen. Und da war es natürlich schwer, auf der gegenüberliegenden feindlichen Seite da Wein anzubauen. Und deswegen hat man das eben hier auf der sicheren Seite begonnen. Wie alle Winzer hofft Tim Strasser jetzt, dass sich der Geschmack des Sommers auch im Jahrgang 2015 wiederfindet. Strom wird teurer. Die Ökostromumlage steigt im kommenden Jahr von 6,17 auf 6,354 Cent pro Kilowattstunde. Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden pro Jahr bringt das Mehrkosten von knapp 9 Euro mit sich. Mit der Ökostromumlage wird der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland finanziert. Tödlicher Unfall. Auf der Autobahn 4 Chemnitz-Dresden ist ein junger Mann überfahren worden. Er wurde kurz vor dem Dreieck Dresden-West von einem Auto überrollt. Wo und warum der Mann auf die Fahrbahn kam, ist bisher nicht bekannt. Die 23 Jahre alte Autofahrerin kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Die A4 in Richtung Dresden war 4 Stunden lang nur über die Standspur befahrbar. Es kam zu Staus. Gewandhaus Leipzig rechnet sich. Für jeden Euro Zuschuss an das Gewandhaus fließen 2,50 Euro Wertschöpfung und Steuern in die Region zurück. Das ergab eine Untersuchung der Handelshochschule Leipzig. Danach gaben die Gewandhausbesucher jährlich zum Beispiel 6,5 Millionen Euro für Hotelübernachtungen und 3,8 Millionen Euro für Restaurantbesuche aus. Mit der Studie wurden erstmals die wirtschaftlichen Effekte eines einzelnen Konzerthauses in Deutschland untersucht. Der geplante Neubau einer Moschee in Leipzig sorgt dort schon seit Jahren für Streit. Allein die Bauvoranfrage provozierte bereits juristische Auseinandersetzungen. Und doch ist es inzwischen immerhin zu einem Architekturwettbewerb gekommen. 5 Entwürfe lagen der Jury schließlich vor und heute fiel die Entscheidung, wie die Moschee eines Tages aussehen soll. Eine Moschee im Leipziger Stadtteil Gohlis. Hier soll sie schon bald stehen. Und so soll sie aussehen. Gewonnen hat, da war sich die Jury einig, der Entwurf des Architekten Mustafa Leitsch aus Stuttgart. Ein Kuppelbau mit einem Minarett, der heimliche Favorit der muslimischen Gemeinde. Das ist also die optimalste Lösung. Dieses Modell hat halt viele Kriterien enthalten, die wir gefordert haben. Ja. Und er hat sogar dieses Modell
offene Moschee Leipzig genannt. Ja. Und genau das spiegelt es auch wieder. Das Gebäude sollte so ein Kriterium als Moschee erkennbar sein. Zwei Gebets- und zwei Büroräume haben und insgesamt nicht mehr als 700.000 Euro kosten. Ich glaube, sie fügt sich sehr gut ein, weil sie einen öffentlichen Raum bildet, der so ein Kommunikationsraum sein kann zwischen denen, die dort zum Beten hingehen, beziehungsweise auch zum Lernen in die Bibliothek oder zur Veranstaltung und denjenigen, die auf der Straße langlaufen. Und ich glaube, dass sich da schon eine Gemeinschaft entwickeln kann und ein gegenseitiges Kennenlernen. 100 Gläubige könnten in der neuen Moschee künftig beten. Derzeit hat die Leipziger Ahmadiyya-Gemeinde 70 Mitglieder. Der Moschee-Neubau in Leipzig wäre nach Berlin der zweite in Ostdeutschland. Eigentlich sollte bereits diesen Sommer gebaut werden. Doch seit Bekanntwerden der Pläne Ende 2013 gab es immer wieder Proteste. Die Ahmadiyya-Gemeinde versuchte aber in Gesprächen den Leipzigern die Ängste zu nehmen. Wir haben ja auch Erfahrungen in Pankow gemacht, wo die Situation viel schlimmer war im Vorfeld. Mittlerweile ist das dort eine sehr entspannte Situation. Wir sind ja auch mal mit einem Bus nach Pankow gefahren und haben uns das dort angeguckt. Also Personen, die also in dem Prozess also involviert waren, auch Nachbarn. Also das entspannt sich einfach. Baubeginn für den heutigen Siegerentwurf soll im kommenden Frühjahr sein. Und wenn jetzt alles nach Plan läuft, dann könnte 2017 in Leipzig die erste Moschee Sachsens stehen. 1992 wurde das Kraftwerk Hirschfelde bei Zittau stillgelegt. Aber die Geschichte dieses ältesten sächsischen Großkraftwerkes war damit noch nicht zu Ende. Denn ehemalige Mitarbeiter hatten im alten Maschinenhaus ein Kraftwerksmuseum eingerichtet und dort historische, teils monströse Anlagen gerettet. Doch nun ist das Museum selbst nicht mehr zu retten. Das Neiße-Hochwasser 2010 hatte dem Maschinenhaus zugesetzt. Für die Statik müsste Geld investiert werden, das keiner ausgeben will oder das keiner hat. So werden nun die historischen Maschinen abgeholt. Letzte Vorbereitung. Gleich wird das größte Teil der insgesamt 8 Tonnen schweren Dampfmaschine durch die Luft schweben. Auf! Hier kommt es doch nicht auf Genauigkeit drauf an, Hauptsache es hängt. Die historische Maschine wurde 1907 gebaut. Jahrzehnte leistete sie treue Dienste, zuletzt als Anschauung für Museumsbesucher. Jetzt muss sie raus. Der Förderverein des Kraftwerkes muss das alte Maschinenhaus räumen. Kein Geld für Investitionen, die Halle ist nicht mehr stabil. Ein harter Schlag für die ehemaligen Kraftwerker. Das betrifft alle Kollegen, denn tut das wahnsinnig weh. Noch etwa 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit, ein solches Objekt zurückzubauen, was auch bei unseren Besuchern immer sehr gut angekommen ist. Es ist schmerzlich. Die Geschichte des Kraftwerkes Hirschfelde begann 1909, das Ende kam 83 Jahre später. Im gleichen Jahr 1992 wurde das Maschinenhaus und zwei Turbinen unter Denkmalschutz gestellt. Jetzt, nach über 20 Jahren technisches Denkmal, muss sich der Verein von vielen Stücken trennen. Nur noch bis Ende kommenden Jahres darf das Maschinenhaus betreten werden. Wenn ich an die kleine AEG Gegendruckdampfmaschine denke, die nach Werdau gehen soll, die wiegt doch etwas mehr. Da denken wir, dass wir mehr technische Voraussetzungen schaffen müssen. Aber wir sind froh über jedes Stück, das wir sicher unterbringen können. Kleinere Stücke wollen die ehemaligen Kraftwerker in eine neue Ausstellung retten. Die Zukunft des alten Maschinenhauses aber ist ungewiss. Ein Trost, die historische Dampfmaschine geht in gute Hände zum Dampfmaschinenverein nach Wilsdruf. Innerhalb von einem Jahr haben wir uns vorgenommen, die Maschine wieder Fundamente zu bauen und diese Maschine in Wilsdruf aufzubauen und vollständig mit Echtdampf zu betreiben. Lass mal locker. Hoppla. Ihre Sammelstücke geben die Hirschfelder schweren Herzens zwar, aber kostenlos ab. Wichtig ist ihnen nur, dass sie der Nachwelt erhalten bleiben, so wie ihre historische Dampfmaschine. Kann ein Mensch, der nichts sieht, wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? Es geht. Mit der richtigen Technik und mit einem festen Willen. Und den hat der Mann, den wir Ihnen gleich vorstellen. Als Junge verlor er sein Augenlicht, nicht aber seine Ziele. Was vielleicht ganz einfach aussieht, ist für Henry Schenker nicht selbstverständlich. Denn er erkrankte an grünem Star, verlor mit 15 sein Augenlicht. Doch die Leidenschaft des 72-Jährigen galt immer dem Sport. Mit seinem Vater fuhr er viele Kilometer fürs Training.
ist nicht ganz so wie heute. Das früher wurden also die Leute viel mehr an den Sport herangeführt. Man muss natürlich auch selbst viel dazu beitragen. Ich will weitermachen, ich will das und das machen. Und so habe ich dann in Dresden Anfang der 60er Jahre auch mit allen weitergemacht. Ob Leichtathletik, Schwimmen oder Skat, Henry Schenker ließ sich nie abhalten. In den 80ern war er sogar der Sportler mit den meisten Titeln in der DDR. Und bis heute ist der gelernte Industriewerker noch neugierig. Denn vor einem Jahr wandte sich Boris Lutz an den Blindenverband und suchte Teilnehmer für sein intuitives Bogenschießen. Ich bin da im Prinzip auch so ins kalte Wasser gesprungen, weil ich da auch relativ wenig Ahnung hatte. Habe natürlich aber von den Menschen ganz viel gelernt. Also ist ja auch ein gewisser, für mich so ein bisschen eine Art Grenzerfahrung. Also das heißt, was ist möglich? Darum ging es mir so ein bisschen zu gucken, also geht das? Für den richtigen Stand helfen den blinden Schützen Bodenmatten im rechten Winkel. Doch die Zielsuche war komplizierter. Akustische Signale halfen leider nicht. Ein Pfeil zerstörte sogar das Signalgerät. Gemeinsam entwickelte Boris Lutz mit seinen Teilnehmern ein neues System. Und jetzt machen wir es mit dem Gummiband, dann haben wir die Richtung zu der Zielscheibe und das hängen wir halt am kleinen Finger ein und dadurch haben wir dann mit der linken Hand, der also den Bogen hält, diese Orientierung in die Richtung. Sehende Schützen üben das also auch zum Beispiel im Leistungssport, aber auch im Vereinsbereich, Hobbybereich wird das eben auch mal wieder gemacht. Das ist sozusagen das Training vom Bewegungsgedächtnis. Es ist eben so, wenn man also blind schießt, dass man dann eigentlich ein feineres Gefühl für seinen Körper für seinen Körper kriegt und für seine Körperhaltung. Ein Ziel haben Henry Schenker und sein Trainer noch, dass er irgendwann die Zielscheibe auch ohne Hilfsmittel treffen kann. Er kommt jetzt auf die Kinoleinwand. In Dresden haben die Dreharbeiten für den Kinofilm Schubert in Love begonnen, mit dem Wunder im Polunder, also mit Olaf Schubert. Und man kann das Strickmuster des Films schon erahnen, wenn man weiß, dass Schubert höchst selbst am Drehbuch mitgeschrieben hat. Glaubt man der Produktionsfirma, erhalten wir einen wahrhaftigen Einblick ins Privatleben des bedeutendsten aller Polunderträger. Ja, es sollte was Leichtes werden. Oper war mir zu schwer. Sehr gute Antwort. Und Kamera haben wir, da haben wir gedacht, können wir es auch filmen. Ne? Der große Mario Adorf wollte es sich partout nicht nehmen lassen, bei Olaf Schuberts erstem Kinofilm mitzumachen. Olaf spielt Olaf. Mario Adorf spielt seinen dominanten Vater, der endlich einen Stammhalter von ihm fordert. Nachwuchs in Stammhalter zu generieren, ja, für andere mag das selbstverständlich sein. Ich habe eigentlich Besseres zu tun. Aber ich stelle mich dieser Aufgabe durch den immensen Druck meines Vaters. Und dann habe ich also die schwierige Funktion, ein Weibchen zu reißen. Und es ist natürlich jetzt ja auch nicht die erste beste gut genug. Musical. So macht man heute Millionen. Adorf ist ein Fan des sächsischen Wortverhedderers, lobt ihn als überaus interessanten Querdenker. Er spielt zwar seine vordergründige oder eher vordergründige, bekannte Figur, aber ist dahinter auch wirklich, also das war für mich eine Überraschung, nicht ein sehr guter Schauspieler. Also wenn er sagt, dann muss ja was dran sein. Ne? Ja. Das Wunder im Polunder schafft es im Film tatsächlich, ein Weibchen zu reißen, auf das die Dynastie der Polunderträger niemals aussterbe. Ja, es gibt da eine wunderbare Sequenz, dann gehen die ins Bett und das Letzte, was man hört, ist, dass Olaf sagt, der Polunder bleibt an. Im zweiten Halbjahr 2016 kommt der Film in die Kinos. Gedreht wird ausschließlich in Dresden, Olaf Schuberts Heimatstadt. Dresden ist eine großartige Stadt. Also was wir hier alles finden an Motiven, ist eine wahre Freude. Also Hauptdrehort ist Dresden. Dresden ist das neue Görlitz. Für das Team ist der Dreh mit dem sächsischen Dialektiker eine neue Erfahrung. Olaf sei eine Art Wundertüte. Man wisse nie, was rauskommt. Also im Endeffekt ist es so, ich biete was Lustiges an, dann sagt er, schön, aber mach mal was anderes. Und es wird ja, glaube ich, ein Drama. Oder? Kann man ja sagen. Mit sehr, sehr viel Gefühl. Und es ist schon manche Träne geflossen. Gelacht haben wir auch einmal, ne? Weißt du? Zirkus ist ein Auslaufmodell, war immer mal wieder zu hören, ein nostalgisches Relikt aus Kindertagen. Doch dann betrat der Cirque du Soleil die Manege und beendete diese Talfahrt. Zirkus wurde wieder spektakulär. Das kanadische Unternehmen macht inzwischen 500 Millionen Dollar Jahresumsatz mit atemberaubender Artistik, wie man sie jetzt
in Leipzig erleben kann. Am Anfang ist das Staunen und es bleibt bis zum Ende. Beim Cirque du Soleil ist das Maßlose die Norm. Im Imperium der Träume gibt es nicht einfach nur atemberaubende Akrobatik, nein, hinter jedem Salto steckt ein ganz großes Gefühl. Das unterhaltungsverwöhnte Publikum soll bei diesem Zirkus vor Aufregung an der Stuhlkante kleben. Wir zeigen eine Show mit Anfang und Ende. Wir nehmen das Publikum mit auf eine Reise voller Emotionen. Das ist es, was uns vom traditionellen Zirkus unterscheidet. Den Zirkus zu revolutionieren, das war die Kernidee 1984, dem Gründungsjahr des Cirque du Soleil in Kanada. Damals jonglierten, sprangen und musizierten gerade mal 20 Akteure noch auf der Straße. Heute beschäftigt der Zirkus der Superlative 5000 Menschen. Davon 1300 Artisten aus 50 Nationen. Einmal hier dabei gewesen zu sein, ist die Krönung einer jeden Artistenkarriere. Es sind großartige Shows in einem großartigen Zirkus, der wirklich weltweit berühmt ist. Es laufen derzeit 25 Shows überall auf der Welt und ich habe davon geträumt, hier einmal dabei zu sein. Und eines Tages wurde es wahr. Ein Paradies, hinter dem harte Arbeit steckt. Allein für die Show-Warekei sind mehr als 600 Kostüme, Schuhe, Perücken und Hüte im Einsatz. Die Kostümbildner haben für die Show völlig neue Materialien ausprobiert. Flexible Titanstangen oder Sponge-Nylon. Es ist sehr weich. Hier ist ein sehr biegsames Material drin, erzählt die Kostümbildnerin. Es ist wirklich dehnbar und bequem. Das ist sehr wichtig, dass die Kostüme ein Teil der Artisten werden und dass sie sich bei ihrer Arbeit nicht behindern. Die Show-Warekei, das heißt so viel wie wohin auch immer, erzählt die Geschichte von der ewigen Suche, vom Wandern zwischen den Welten und von der Seele der Nomaden. Der wichtigste Teil der Geschichte von Warekei ist ja, dass wir eine sehr menschliche Botschaft haben. Egal, was auch immer passiert in deinem Leben, welchen Schwierigkeiten du auch begegnest, niemand ist allein. Tiefe menschliche Gefühle, perfekt produziert vom Global Player der Unterhaltungsindustrie. Noch bis Sonntag gastiert der Cirque du Soleil mit der zauberhaften Show Warekei in Leipzig. Na, wenn das keine Empfehlung war. Das Wetter macht auch in den nächsten Tagen Theater. Also gehen Sie besser in den Zirkus. Das war's von uns für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.